herzlich willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Krippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge hat sich Rechtsanwältin Nele Trenner mit Annette Kaut von Rossi Potti, dem Literaturmagazin für Kinder, getroffen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kita-Rechtler-Plauderei. Heute bei uns ist Rossi Potti und mit Rossi Potti Annette Kaut. Hallo, guten Tag. Hallo, herzlich willkommen. Rossi Potti, was ist das? Ja, Rossi Potti ist ein Literaturmagazin mit integriertem Literaturlexikon. Und das Magazin hat verschiedene Rubriken, die auch verschiedenen fiktiven Figuren zugeordnet sind. Es gibt zum Beispiel Palmina Löffelstiel, das ist ein Mädchen, die stellt immer ein geheimes Buch vor, was sie irgendwo versteckt gefunden hat, also so ist der Plot zu dieser Sache. Es gibt eine Qualle, die stellt Bücher von Erwachsenen vor, die auch Kinder so zwischen Kinder und Jugend lesen könnten, theoretisch. Und es gibt das Krokodil selber, stellt Autoren vor und Geschichten. Dann gibt es einen Fisch, mit dem diskutiert Rossi Potti in Streitgesprächen über Bücher. Ach, so ein bisschen wie das literarische, wie war das, das literarische Quartett oder sowas, ne? Genau. Bloß mit Krokodil und Fisch. Genau. Und das heißt auch, der Fisch heißt Rossi Pottis Leibspeise, weil er wird eigentlich zerpflückt. Also, okay. Also ist schon ein bisschen kritisch und auseinandergenommen. Die streiten da eigentlich. Und wen gibt es noch? Den Fisch, es gibt einen Pudding. Und dieser Pudding steht für Mitmachbereiche im Magazin, die können also selber Texte schreiben oder Bilder hochladen, wenn sie möchten. Oder auch gemeinsam eine Geschichte schreiben. Wer war das noch? Dann ist in jeder neuen Ausgabe ein anderer Gast, der hat Hörbücher dabei oder Hörgeschichten. Mhm. Das war's, glaube ich, jetzt. Oder wen gibt es noch? Ich hab mich ja vorher so ein bisschen vorbereitet. Insofern machen wir nochmal einen Schritt zurück. Also, Rossi Potti ist ein Literaturmagazin für Kinder. Mit integriertem Literaturlexikon, das ist insofern wichtig, weil das ist wirklich was ganz Eigenes. Mhm. Weil, also auch abgegrenzt, da wird auch nicht gestritten und nicht gepalabert wie in dem Magazin und weniger Diskurs, als es ist wirklich ein Lexikon, wo Sachbegriffe vorgestellt werden, Autoren, Illustratoren und Genres, Epochen und was wirklich auch wissenschaftlich ist, also nicht nur so, es gibt ja viele Kinderlexika, wo ein Begriff in zwei, drei Sätzen beschrieben wird, sondern es ist wirklich so, dass ein Begriff in seiner jetzt eine Epoche zum Beispiel, die ganze Geschichte, die wesentlichen Werke vorgestellt werden. Und aber also durchaus sehr tiefgründig. Tiefgründig. Aber kindgerecht. Eigentlich kindgerecht. Es war entstanden damals 2008 bis 2012 und damals konnte man den Kindern auch noch mehr zumuten. Also Kinder meint man natürlich 10 bis 12 in dem Bereich, obwohl im Magazin sind zum Beispiel auch viele Sachen für kleinere. Aber heute ist es wirklich so, dass man von Jahr zu Jahr den Kindern eigentlich weniger zumuten kann oder die lesen es einfach nicht mehr. Und inzwischen lesen sehr viel Studenten, weil bei den Studenten das Niveau auch abgesunken ist, was das Verständnis von komplexen Texten angeht. Okay. Um sich so den ersten Eindruck zu verschaffen, worum geht es da? Manchmal, es gibt Magisterarbeiten, die nur Rossi Potti zitieren, wo ich dann denke, das kann doch kein wissenschaftliches Arbeiten sein. Also ich habe ja selber auch Germanistik studiert früher und dann denke ich, dass manche schreiben mir auch und sagen, ja, ich hätte jetzt noch gerne hier, ich brauche noch für meine Arbeit hier, also deine Hausarbeit, ich brauche noch den Begriff Information war neulich. Ich hätte gerne einen Artikel zu Information, denn erscheint er endlich. Ich weiß nicht, wo ich das sonst herbekommen kann. Also wo ich dann wirklich denke, also eigentlich war es nicht dafür gedacht, dass Studenten da, aber es ist halt es ist einfach geschrieben, aber für Kinder heute wahrscheinlich schon wieder zu schwer. Ein Lehrer, den fand ich besonders witzig, der hat mir geschrieben, der hat Oberstufenschüler und der hat gesagt, er findet es nicht gut, dass das Lexikon für Kinder heißt, also weil seine Schüler werden ja schon älter und die würden sich dann diskriminiert fühlen. Ja, wenn sie auf ein Kinderlexikon gehen. Altersdiskriminierung. Okay. Wo ich dann denke, ja, eigentlich sollten die schon längst andere Bücher lesen. Naja, also okay. So viel dazu. Aber die Zielgruppe, die eigentliche Zielgruppe sind Kinder so ab Lesefähigkeit. Also für das Lexikon nicht, aber jetzt für das Magazin eigentlich 6 bis
12, 13 ist immer, das ist die Kindergruppe, was natürlich enorm schwierig ist, weil die Kindergruppe natürlich, das ist eine wahnsinnige Entwicklung dazwischen. Natürlich. Und eigentlich sagt man ablesefähig, es gibt aber auch ein paar Angebote, zum Beispiel die Hörgeschichten, da muss man natürlich noch nicht lesen können. Mhm. Und oder es gibt auch ein paar ganz einfache Spiele, da muss man auch nicht lesen können. Mhm. Aber im Grunde ist es natürlich auf Lesen ausgerichtet und insofern mindestens 6, bis dann die Kinder so weit lesen können. Also wenn man ehrlich ist, ist es wahrscheinlich einfach so 10 bis 13, obwohl dann die Kinder, die Jugendlichen sich von der Ästhetik, was ja sehr eigentlich kindlich, und da hat sich das Kinderbild ja auch sehr verändert in den letzten Jahren. Die Seite, die habe ich mir vorher angeguckt. Genau, die Seite dass die ist denken natürlich, das ist natürlich, die Seite ist ja für Babys oder für 8-Jährige, also von der Ästhetik ist es eigentlich eher 6 bis 10, aber häufiger sind die Texte eben eher, wie gesagt, für Studenten von heute. Mhm. Aber das liegt natürlich wirklich auch daran, dass sich das so verändert hat, wie viel heute verstanden wird. Die Auffassung vom Kind hat sich sehr verändert. Kinder sind ja heute, gibt es ja schon, eigentlich dürfen Kinder ja nur noch 5 Jahre alt sein und danach werden sie dann schon häufig entlassen in die Erwachsenenwelt. Also was Filme angeht, es gibt viele Eltern, die gehen mit ihren Kindern in Star Wars oder Harry Potter. Mhm. Und was meiner Meinung nach überhaupt nicht dafür. Also dieser Kinderzeitpunkt wird immer, immer geringer. Mhm. Und dadurch ändern sich natürlich auch die Kinder und finden das natürlich ganz andere Bilder. Wer mit 7 in Star Wars war, der findet natürlich dann irgendwelches Krokodil, was da über die Bühne läuft, absolut kindisch. Wobei ich in einem der letzten Podcasts, einer letzten Folgen habe ich mit Pflasterpass geplaudert. Mhm. Pflasterpass ist ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder. Und der Geschäftsführer hat berichtet, dass tatsächlich, die haben das auch sehr kindgerecht, weil sie Kinder ab 4 Jahre sozusagen ansprechen mit Erste-Hilfe-Kursen. Natürlich dann auf ganz anderem Niveau als mit den 8-Jährigen, das ist klar. Aber sie haben auch eine Geschichte drumherum gebaut mit Igelchen und verschiedenen anderen Waldtieren. Mhm. Und sie sagen, dass sie durchaus auch Kindergeburtstage mit 12-Jährigen machen, wo man ja eigentlich sagen würde, okay, 12-Jährige können mit Igelchen nichts mehr anfangen. Aber er war erstaunt, dass die trotzdem sozusagen einfach, weil das Thema dahinter ein relevantes ist, dass sie das trotzdem mit annehmen. Insofern ist das hier vielleicht genauso, dass die auch ältere Kinder, Jugendliche oder auch die Studenten sagen, ja, aber ich werde hier an dieses Thema rangeführt, auf eine Art und Weise, also so, dass ich es verstehen kann. Und ja, natürlich. Also wenn man sich darauf einlässt, auf jeden Fall. Hm. Also wie gesagt, es gibt ja dann viele, die sich damit beschäftigen. Hm. Also gerade auch in der Schule, also im Bildungsbereich wird es natürlich sehr viel angeguckt. Hm. Kann man die Geschichten auch, also lohnt sich, was heißt lohnt, ist das auch gedacht zum Vorlesen zum Beispiel? Oder natürlich, sind es eher Geschichten, die man selber erfährt und liest sozusagen? Doch, also es gibt ja eine Rubrik, wo Geschichten, also einfach nur Geschichten stehen, die kann man natürlich vorlesen. Aber ansonsten kann man natürlich auch die Streitgespräche, es gibt auch bei dem Philosophischen, also diese Qualle, die immer Texte für Erwachsene, für Kinder vorliest, das ist dann in so einem fiktiven Streitgespräch. Werden die dann umgeschrieben ein bisschen? Oder Die Texte sind natürlich original. Okay. Es geht ja, also mir geht es stark darum, dass Kinder an Literatur herangeführt werden und ich deshalb auch nicht so Reader's Digest Ideen habe, sondern ich finde, man soll den Originaltext lesen und den aber in einen Kontext einbetten, wo man das dann versteht. Also ich habe zum Beispiel Kafka und Beckett und Charms vorgestellt, aber ich finde, das ist schon durchaus eine harte Kost. Ne? Genau, aber in diese Qualle stellt es vor, die Texte und in einem fiktiven Streitgespräch mit Kindern wird dann der Text oder Textstellen diskutiert und da habe ich natürlich versucht, mich ganz auf diese kindliche Sichtweise einzulassen und da dann die Texte so zu besprechen, dass man sie versteht. Auch Kinder. Und es geht eben darum, eben nicht, dass jetzt unbedingt Kinder schon Beckett kennen müssen, sondern mir ging es darum, dass man diesen Übergang schafft. Das ist jetzt für die älteren Kinder, dass sie eben zwischen 12 und 13, dass die dann in den Erwachsenenbereich einsteigen können, weil meine eigene Erfahrung ist, dass man Jugendbücher konnte ich zum Beispiel niemals anfangen. Mhm. Das war für mich ein Genre, wo ich überhaupt nichts, das hat mit mir nichts zu tun gehabt. Mhm. Ich bin dann auch gleich auf Erwachsenenliteratur umgestiegen und war dann etwas hilflos. Mhm. Und im Grunde so dann einfach an die Hand zu nehmen.
Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass diese philosophischen Streitgespräche, was hatten Sie? Jetzt habe ich es vergessen. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber kommen wir bestimmt nochmal drauf. Ja, genau. Die Qualle, die da, genau, das da, auch. Ob man es vorlesen könnte, richtig, manchmal. Richtig. Da könnte man natürlich, könnte ich mir gut vorstellen, dass man das zum Beispiel dann in verteilten Rollen auch vorliest oder in der Schule liest. Weil, also wie gesagt, das wird auch viel in den Schulen angeguckt oder in Lernwerkstätten. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man das zusammen liest und dann eben auch die Diskussion darüber selber weiterführt. Genau. Mhm. Das war eigentlich das Wunschdenken, dass es so passiert. Okay. Aber ob es so stattfindet, man kriegt das ja nicht so als Feedback zurück. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kriegen Sie Feedback? Ja, man kriegt natürlich einzelnes Feedback. Aber ob jetzt die Leute wirklich das lesen zusammen, das habe ich jetzt noch nicht. Aber ich weiß, dass Schreibwerkstätten damit gearbeitet haben, also oder arbeiten und auch Lernwerkstätten. Hauptschullehrer sehr oft auch mich schon angeschrieben und einzeln halt auch Lehrer. Und die Kinder kriegt man halt mit in diesen Mitmachbereichen, dass sie dann Geschichten schreiben. Okay. Die aktuelle Ausgabe, die es jetzt schon eine Weile gibt sozusagen, weil ihr macht das alle mehr oder weniger ehrenamtlich. Es gibt ehrenamtlich hier und wieder Stipendien, aber oder nicht Stipendien, das ist falsch, Förderung, aber das ist sehr schwer, weil beim Online-Bereich ist es so, dass es eigentlich so gut wie keine Förderung gibt. Es gibt diese ein Netz für Kinder, die gab es und die gibt es jetzt auch nicht mehr. Und da wurde auch mit dieser Förderung dieses Lexikon aufgebaut, weil sonst wäre das völlig über meine Kräfte gegangen, das aufzubauen. Ja. Also eigentlich ist das so ein Ding, was man gut in Vollzeit betreuen könnte. Genau, das war aber auch Vollzeit. Mhm. Aber seitdem wird es jetzt auch nicht mehr weiter bestückt, weil das können wir ja unendlich weiter bestücken. Aber es sind ja auch viele Illustrationen dabei und Autoren, die da mitgeschrieben haben. Mhm. Und das ist alles ehrenamtlich, das geht nicht. Mhm. Aber ja, also genau, deshalb steht diese eine Ausgabe schon hier im Netz. Genau. Aber diese Ausgabe, da geht es um Glück und passend dazu habt ihr gleich auf die Startseite einen einarmigen Banditen gepackt. Glücksspiel, ja. Glücksspiel, genau, damit man gleich mal die Spielsucht fördern kann. Nein, natürlich nicht. Aber das war im Grunde war es tatsächlich so, dass das sollte auch, also Rosi Potti ist eigentlich, also mir ist sehr wichtig, dass es diskursiv angelegt ist, dass man verschiedene Perspektiven nimmt und dass man selber auch Dinge hinterfragt. Mhm. Das ist eigentlich der Ansatz auch, was ich wichtig finde. Und dieser einarmige Bandit war im Grunde wirklich die Kinder herauszufordern, darüber nachzudenken, wie schnell man süchtig wird. Und es sollte eigentlich auch so, am Anfang, das ist so programmiert, das wissen ja die Leute nicht, viele haben dann schon gesagt, ach zum Glück, ich habe immer gewonnen. Aber das ist tatsächlich so programmiert, dass man die ersten drei Male immer gewinnt. Und dass man sozusagen mehr als dreimal habe ich noch nicht gespielt, nee, genau, deswegen habe ich bisher immer nur gewonnen. Dass man süchtig wird, man soll sozusagen gleich süchtig werden und irgendwann sollte dann die Blase, also die, das sind so Sprechblasen zu den Figuren zugeordnet, die neben diesen Banditen stehen, die dann mit einem kommunizieren und diese Palmina sollte dann sagen, bist du schon süchtig oder schaffst du noch den Absprung? Den Absprung? Mhm. Und das war eigentlich die Idee dahinter. Aber da die Leute gar nicht so lange drauf geblieben sind, das ist zwar die Blase gibt es noch, aber ich glaube, dass die allerwenigsten bis zu dieser Blase kommen, weil die eben erst nach 3-4 Mal spielen dann aufploppt. Mhm. Aber das sollte eigentlich die Idee sein. Und dieser einarmige Bandit ist dafür da, die alte Ausgabe mit der neuen zu verknüpfen. Mhm. Die alte Ausgabe ist nämlich noch mehr an Printmedien oder die alten Ausgaben sind noch an Printmedien orientiert, also dass man das im Grunde durchblättern kann und sehr klar strukturiert. Mhm. Und dann haben wir halt gedacht, irgendwie, das ist ja, entspricht nicht mehr unserer Wahrnehmung. Und die neue Ausgabe ist sehr eigentlich an dieser Bilderbuch-App orientiert, dass man so intuitiv, assoziativ sich durchnavigiert. Mhm. Und der Witz sollte sein, dass in diese Gewinne, in diesem einarmigen Bandit waren immer, kamen zu der alten Ausgabe und die Palmina will einen dann sozusagen in die neue Ausgabe rüberlocken und jetzt hör mal auf mit einer Spielsucht und jetzt guck hier das Neue an. Und aber inzwischen die meisten kommen, wir haben ja dann die neue Ausgabe auch über ein Symbol verlinkt, dass man dann auf das direkt Symbol dattelt und dann gleich da im neuen Bereich ist. Wenn sich die früheren Ausgaben am Printbereich orientiert haben, es war aber immer nur ein Internet-Magazin. Ja, war nur Internetmagazin. Okay. Da war eigentlich auch der Grund, dass ich damals schon
enttäuscht war von den Verlagen als Leserin auch wesentlich, und aber auch in Wissenschaft. Ich habe ja auch Kinderliteratur gemacht dann im Hauptstudium. Mhm. Also aus wissenschaftlicher Sicht und auch als Leserin eigentlich sehr enttäuscht war von dem Kinderbuchmarkt, der sehr damals, heute ist es ja immer noch flacher und flacher geworden, aber damals auch schon meiner Meinung nach sehr Mainstream-artig, sehr wenig qualitativ war. Und die Verlage immer gesagt haben, ja, die Leute lesen nur so, die Kinder, die verstehen nicht mehr und die brauchen sowas. Die Entwicklung hat sich ja fortgesetzt bis heute, wo man jetzt schon fordert, wir brauchen Bücher in leichter Sprache. Also das ist so eine Entwicklung. Ich finde ja gut, dass man Kinder, die irgendwie Schwierigkeiten haben, dass man denen leichte Sprache gibt. Aber die Tendenz heute ist ja eine andere. Die Tendenz ist ja, dass das Denken insgesamt immer unkomplexer wird. Hm. Also auch im Literaturbereich, also Kinderbuch. Und da wollte ich im Grunde dagegen steuern und sagen, nee, es gibt auch, man kann das auch anders auffassen. Man muss nicht immer gucken, wie geht alles immer noch banaler. Und ich sehe das auch. Weil man, glaube ich, auch erstaunt wäre, wenn man sozusagen ein bestimmtes Niveau ansetzt, wie viele Leute es trotzdem oder wie viele Kinder auch trotzdem es verstehen natürlich können. Natürlich, man muss ja von vornherein, also ich finde, ich habe da halt einen Bildungsanspruch, der heute völlig veraltet ist sozusagen. Und aber ich sage es immer, im Ernährungsbereich würde man ja auch nicht sagen, weil Kinder Gummibärchen lieben, gibt ihnen von morgens bis abends Gummibärchen. Also und das finde ich eben bei Büchern auch so. Dass man gibt denen heute nur noch Gummibärchen, also zum Großteil, anstatt denen was Vernünftiges zu geben. Und das war eigentlich der Ansatz. Ich hatte also schon so ein, das ist ja jetzt schon 2003 gegründet worden, und damals hatte ich noch so frisch von der Uni so ein missionarischen Eifer, ideal, ne? Den ich mittlerweile auch so gar nicht mehr habe. Aber es ist trotzdem diese Entwicklung, die ich also problematisch sehe. Mhm. Weil dadurch wird ja auch das Denken, also die Komplexität des Denkens wird ja insgesamt reduziert. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das auch ein Grund, warum dann vielleicht auch gewisse Probleme in der Politik nicht mehr gelöst werden können, weil die Komplexität... Also ich finde, man kann das schon in allen möglichen Bereichen sehen, dass man eine gewisse Komplexität im Denken einfach fehlt. Der Populismus ist auch, das sind viele verschiedene Bereiche und ist sicher selber an sich komplex, das Problem, aber man kann, das ist eben mein Bereich, die Literatur, und da sehe ich diese Linie auch. Und dann bin ich natürlich mit dem Online-Magazin auch in diesem ganzen Kinderseitenbereich drin, also Online-Kinderseitenbereich, und da war es eben auch so, dass man über die Jahre hinweg sehen konnte. Am Anfang hieß es, Kinder können drei Seiten Text oder von mir aus 10 Seiten Text lesen. Mittlerweile ist man bei drei Sätzen, was Kinder noch vertragen können, laut Statistik, also online. Und dann mittlerweile sagt man ja schon, nein, wir brauchen jetzt keinen Text mehr, wir brauchen nur noch ein Bild. Die Kinder sind ja nur noch bei YouTube und gucken sich Tutorials an. Also man kann ja gar nichts mehr... wir lesen jetzt gar keinen Text mehr, wir gehen jetzt nur noch ins Bild. Und das ist die Tendenz. Dann versucht ihr natürlich gegenzusteuern. Ja, natürlich. Also ich muss mir auch immer anhören, das sei alles wie zu textlastig, das liest kein Mensch mehr. Aber für mich ist es halt einfach auch wir haben im Grunde ein bisschen kapituliert in der neuen Ausgabe, die dann so assoziativ und sehr wenig Text, da haben wir dann auch die Buchtipps nur noch in Twitter-Format. Aber im Grunde kann man keine Inhalte mehr transportieren. Und selbst das ist dann noch zu komplex, weil inzwischen ja nur noch Bild angesagt ist. Und also ich meine, ich stelle das bei mir tatsächlich auch fest. Ich habe irgendwie viel zu tun. Deswegen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, also wenn ich ganz doll überlege, komme ich nochmal drauf, wann ich das letzte Mal ein literarisches Buch gelesen habe und nicht ein Fachbuch in irgendeiner Richtung. Aber tatsächlich, ich habe gestern irgendwo den Begriff Lesemuskel gelesen. Und klar, wenn man den Lesemuskel vernachlässigt, dann geht's irgendwann, verkümmert er ganz. Aber wenn man ihn trainiert und Sachen liest, dann wird es halt besser. Und dafür seid ihr da, dass man diesen Lesemuskel trainieren kann. Ja, aber ich würde sagen, es geht nicht nur um den Lesemuskel, sondern ich finde es halt wirklich auch ganz wichtig. Ja, ich finde, es geht ja beim Lesen ja ganz viel auch um ein Lernen von komplexen Strukturen. Und die kann man übertragen auf das Verständnis von anderen Bereichen. Also für mich ist es nicht nur ein Lesemuskel, sondern auch ein Komplexitätsmuskel, der da trainiert wird. Und natürlich, es muss schon auch ein bisschen anspruchsvolle Literatur sein, meiner Meinung nach. Es fängt schon bei den Bilderbüchern an. Also ich finde ganz...
Also es hängt natürlich davon ab, wie alt die Kinder sind, aber es hat jedes Alter braucht eine andere Stufe. Mhm. Aber wenn man dann schon anfangen kann, wenn die Kinder schon ein bisschen so die Welt kennen, dann kann man schon ein bisschen weg von den realistischen, ganz realistischen Büchern hin zu Büchern, die ein bisschen komplexer sind und die Welt hinterfragen. Also es geht ja auch darum, dass man mit Bildern was hinterfragt und nicht nur das eigene Verständnis immer wieder bestätigt bekommt. Und ja. Oh ja, ja das ist, kann ich mir gut vorstellen, das bringt einen wahrscheinlich manchmal auch an den Rand der Verzweiflung so ein bisschen, wenn man sieht, natürlich, wie die Entwicklung so ist. Also ich habe schon kapituliert, also ich habe schon wirklich... Das hoffe ich jetzt nicht, weil noch ist ja online und... ja, das stimmt, aber wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, mein missionarischer Eifer ist inzwischen sehr abgekühlt und... aber man erfährt so viele, wenn man da sich in diesem Bereich aufhält und auf Tagungen geht, auch auf medienpolitische Tagungen oder medienpädagogische Tagungen oder im Verlagsbereich, wenn dann zum Beispiel das E-Book gepriesen wird von Verlegern, dass es so super toll ist, dass das jetzt online fähig, davor waren ja die E-Books noch offline und inzwischen sind die ja schon längst alle online und es ist so toll, dass die online sind, weil dann kriegt der Verlag die Daten übermittelt als Möglichkeit, das machen nicht alle Verleger, aber es gibt als Möglichkeit, dass man dann genau guckt, wann liest der Leser nicht mehr. Genau. Und in Zukunft kann man ja dann die Bücher so schneiden oder so zusammenstellen, dass alle sind auch häufig langweilige Sachen, wie beschrieben wird, wie irgendwie das Kleid knistert oder... Meine Tochter sagt dann auch, das interessiert mich doch nicht, wie da einer über die Landschaft läuft. Aber es ist ja trotzdem, aber es hat ja auch was, damit man was vielleicht mal aushält auch, dass man also hat ja auch was mit Dialogfähigkeit zu tun. Kann ich dem anderen so lang zuhören oder muss ich mich schon wieder weiterklicken? Halte ich das nicht mehr aus, vielleicht mal 5 Minuten dem anderen zuzuhören, auch wenn es mich total langweilt? Also ich finde, da hängt ja ganz viel miteinander zusammen. Wenn man die Bücher so zurechtschneidet, dass sie immer nur noch Reize auslösen. Ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für eine Geschichte sein soll. Aber ja, das finde ich einfach eine schreckliche Entwicklung. Also unabhängig davon, dass man dann auch noch überwacht wird, welche Stelle man interessant oder nicht interessant findet. Wo gibt es Markierungen? Genau. Und das ist natürlich im Online-Bereich auch ganz stark. Also es gibt wirklich ganz viele Studien, wo geguckt wird, wie die Kinder, also die setzt man dann für die Schirme und dann wird geguckt, wie lange sind die aufmerksam und wann schalten die ab. Also müssen wir... Wie ist die Augenbewegung? Wann unterhalten sie sich mit den Nachbarn? Das darf alles nicht sein, sondern dann wird geguckt, wie muss die Kameraführung sein, dass es möglichst viel wackelt. Wann muss wieder ein Klingel erscheinen, damit das Kind ja immer aufmerksam ist und eigentlich immer gestresst auch. Also es gibt diese Ruhephasen überhaupt nicht mehr. Und vielleicht unterhält sich es ja mit dem anderen nicht, weil es jetzt unkonzentriert ist, sondern vielleicht, weil es auch nochmal eine Nachfrage hat oder sowas. Das ist alles nicht mehr erlaubt. Das Kind muss permanent Input bekommen und da geht ja ganz viel verloren. Also Langeweile schafft ja auch eine ganz andere Kreativität. Und ja, Raum überhaupt, dass wir kreativ sind. Genau. Und das wird den Kindern alles genommen, immer unter dem, das wollen die Kinder. Also es hat mich zum Beispiel in der ganzen Debatte auch immer gestört. Also gerade bei Medienpädagogen, es fängt jetzt langsam wieder an. Aber ganz lange Jahre wurde gar nicht gefragt, was wollen wir den Kindern bieten, sondern immer nur, wie kriegen wir die Kinder an unser Medium ran? Das hat natürlich viel mit Werbung zu tun, es sind ja dann ganz viele Kommerzielle dabei. Super RTL und so weiter, auf jeden Fall. Und die interessiert ja überhaupt nicht, was sie den Kindern bieten wollen oder wie sie einen erzieherischen Anspruch haben, sondern da geht es nur darum, wie kriegen die wir an unser Medium, damit wir möglichst hohe Werbeeinnahmen und sowas haben. Und das ist im Grunde alles eine ganz gruselige Entwicklung. Also, Werbeeinnahmen, gutes Stichwort. Werbung habe ich auf der Seite nicht gesehen, das ist auch gewollt vermutlich. Ja, natürlich. Aber ihr seid ein Verein, das heißt, man kann euch auf jeden Fall fördern mit Spenden vermutlich. Ja, man kann auch eintreten, natürlich. Weiß ich nicht. Ja, man kann eintreten, hat sich bisher noch niemand gemeldet. Es riecht nach Arbeit. Ja, okay, Vereins, ja, klar, ja. Wenn man weiß ja. Ja, nee, wir sind auch Mitglied bei Seitenstark, einem Verein, der eben auch Kinderseiten bündelt oder eine Arbeitsgemeinschaft von Kinderseiten, auch ein gemeinnütziger Verein. Und da ist eigentlich ein
fakultatives Kriterium auch, dass man keine Werbung schaltet auf den Seiten. Also es ist nicht gewünscht, Eltern möchten das auch nicht, aber es ist dann eben die Kehrseite, dass man wirklich auch, also ich jetzt auch unabhängig von Seitenstark sagt, bei mir nichts damit zu tun, ich finde Werbung nicht gut und dann will ich das auch nicht auf den Seiten haben. Zumal Kinder ja, es gibt ja Studien dazu, dass Kinder nicht unterscheiden können, was ist jetzt gerade Werbung, genau, und was ist Inhalt. Genau. Und deswegen ist es noch besonders wichtig, dass genau tatsächlich aber alles nur Inhalt ist, im Sinne von, ich kann gefahrlos klicken, es passiert nichts Böses. Genau. Aber genau deshalb hat man dann eben enorme Probleme, Geld zu bekommen, weil es, wie gesagt, Werbung, Förderungen gibt es eigentlich nur für Seiten, die auch im lokalen Bereich tätig sind. Mhm. Also dass man dann zum Beispiel irgendwelches medienpädagogisches Projekt an der Schule oder in der Bibliothek macht und dann dafür, und das kann man dann wieder ins Netz stellen, aber reine Online-Angebote haben enorme Probleme, Fördergelder zu bekommen. Mhm. Mitmachen kann man auch, indem man Texte schreibt? Ja, also im Moment ist noch nicht klar, wenn die neue Ausgabe eben auch... Gibt es denn schon ein Thema? Nee, auch noch nicht. Aber vielleicht, also mir schwebt eigentlich auch vor so fremde Welten, also oder irgendwie mit, ja, so das Fremde einladen ins eigene. So, das fände ich eigentlich spannend, aber... oder verschiedene Länder der Erde vorstellen oder irgend sowas und die Literatur der verschiedenen Länder, das fände ich eigentlich spannend. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig aufwendig. Auf jeden Fall, ja. Aber es hat auch keiner gesagt, dass so ein Projekt nicht aufwendig sein kann. Nee, das stimmt, aber es ist auf jeden Fall, es ist ja so, bei den anderen Ausgaben war es immer so, dass Autoren und Illustratoren mitgemacht haben und weil es ja fast nie Geld, also beim Lexikon schon, da wurden sie richtig bezahlt, aber ansonsten ist es ja ehrenamtlich, also bis auf zwei Ausgaben, die vom Deutschen Literaturfonds gefördert wurden. Das und waren die Freundschaftsausgabe und die Lyrik-Ausgabe. Genau. Und ansonsten ist es ehrenamtlich, das heißt, die Autoren und Illustratoren haben bisher das auch immer ehrenamtlich oder was heißt zur Verfügung gestellt, Sachen zum Teil in den Schubladen haben. Und da muss ich jetzt auch nochmal ein Loblied auf Ostdeutsch singen, weil das war ja erst 10 Jahre nach der Wende oder ein bisschen mehr als 10 Jahre nach der Wende und da hatten viele noch so ein altes Denken, es geht uns um die Sache und nicht ums Geld. Hm. Und die Westdeutschen, wenn ich nachgefragt habe, immer gleich zuerst, was gibt's? Und die Ostdeutschen, um was geht's? Und ein großer Teil von Reciprocity, die gar nicht entstehen können, ohne diesen Gedanken, dass es die Sache wichtiger ist als das Geld. Und mittlerweile ist ja alles so durchkapitalisiert, das ist eh, in der Form könnten wir Reciprocity gar nicht mehr machen. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt schon länger keine Ausgabe mehr gemacht haben, weil die Leute eben wirklich zuerst denken, zuerst machen sie einen Businessplan, bevor sie irgendwie was anderes machen. Und das entspricht auch nicht meinem Denken und darum ist es auch schwierig. Da, ja, das ist ausgestorben, dieses andere, oder sehr am Aussterben. Aber dass es jetzt schon länger keine neue Ausgabe gab, ist ja eigentlich völlig unproblematisch, weil die Ausgaben sind ja mehr oder weniger zeitlos. Genau. Also wir hatten schon immer, das war von Anfang an auch so, dass es eben nicht an den Frühjahr- und Herbstprogrammen orientiert war, sondern daran, was gute Literatur oder was man für gut hält. Das ist ja alles streitbar. Aber, aber dafür seid ihr auch, dass man darüber nachdenkt, ob das genau eine gute Literatur genau ist oder nicht. Genau. Also und das ist eben... Es ist zeitlos. Also die ganzen Bücher, die vorgestellt werden, es ist ja keine tagespolitischen Dinge. Manche sind sehr aktuell. Zum Beispiel ich habe heute nachgeguckt, vor 2008 hatten wir einen Klimarechner. Weil es gibt nämlich eine Rubrik, die hatte ich vorher nicht erwähnt, es gibt eine Rubrik, wo die eigentlich, die heißt etwas anderes und da wird auch immer etwas anderes als Literatur besprochen. Zum Beispiel wurde vor 10 Jahren schon ein Klimarechner vorgestellt, wo man, also der ist programmiert, dass man da sich so reinzieht und seinen eigenen CO2-Fußabdruck angucken kann. Das war schon bevor es diese ganzen CO2-Fußabdruck und das ist immer noch, genau, das ist immer noch aktuell. Es gibt irgendwelche Survival-Tipps und Phasenmodelle und irgendwelche Kalender. Und ich bin darüber nämlich auch gestolpert. Da gab es dann auch so Tipps von wegen, überzeugt doch mal oder diskutiert mit euren Eltern, dass vielleicht nur regionale Produkte gekauft werden sollten und so weiter. Ja, also das alles, was jetzt gerade überall diskutiert wird, da waren wir Vorreiter. Genau, aber es gibt ganz wenig aktuelle Dinge. Ach, was es gibt? Es gibt einen einzigen Artikel über Wirtschaft, das war mit der Immobilienblase.
glaube ich, in dem Zusammenhang da mir erklärt, was ist das eigentlich, wie entsteht das. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr so aktuell, aber es ist ja trotzdem, kann man es ja noch... Die nächste Blase kommt bestimmt, ne? Genau, aber das war jetzt mal außergewöhnlich. Genau, das Grundgesetz haben wir auch schon vor ein paar Jahren gefeiert. Es war dann auch wieder in dieser Quallen-Rubrik für Ältere. Und ja, aber ansonsten sind die Sachen zeitlos. So, und deswegen kommt man auch eben ins Archiv, kann sich alle, genau, alle Ausgaben angucken und kann da lesen, bis man durch ist. Ja, also das braucht Jahre, würde ich denken. Zumindest als Kind, als Erwachsener nicht, da geht es schneller. Dann haben Sie vorhin schon gesagt, es gibt natürlich verschiedene Figuren, die so ein bisschen jeweils eine eigene Aufgabe haben, die durch eure Seite führen. Rossi Potti ist das Krokodil und das ist der Namensgeber. Und der hält auch zu jedem Thema, also es gibt ja verschiedene Themen, Fantasy gegen Fantasie oder Märchen oder alte Zeiten. Und diese ganzen Themen macht er ein Intro und führt durch die Ausgabe sozusagen und macht zusätzlich... auch noch diese, stellt noch die Texte vor. Und die anderen haben eben ihre Spezialrubriken dann. So, und Rossi Potti hat regelmäßig einen 11-Uhr-Termin. Genau, und da werden Geschichten vorgestellt von verschiedenen Autoren. Und das ist noch was regelmäßig neu besteht? Nee, die ganze Ausgabe ist ja immer als kompakte Ausgabe. Genau. Und nebendran ist dann das Lexikon. Was regelmäßig immer aktualisiert ist, ist dieser Mitmachbereich für Kinder. Weil da kommen ja immer Sachen rein und da muss man die natürlich dann freischalten. Na klar, okay. So, dann haben wir, Fisch, die Live-Speise. Mit Fisch werden die guten Bücher besprochen. Dann gibt es Palmina Löffelstiel, haben Sie vorhin auch schon gesagt. Die zeigt in jeder Ausgabe ein geheimes Buch, also ein Fortsetzungsroman. Die Grundidee war, dass sie eben irgendwo in einem verstaubten Keller oder auf dem Boden ein Buch findet. Und das gar nicht dann, selbst geschrieben, sondern... Nee. Okay. Und das wird dann vorgetragen. Also ist eine Fortsetzung. Okay. Jetzt wird wahrscheinlich nicht verraten. Sie werden jetzt nicht verraten, was für ein Buch das ist, nehme ich an. Im Moment, also in der Ausgabe ist es Flup, das kann man sich dann auch runterladen. Okay. Ja. Dann gibt es genau die Qualle Albert, die ist philosophisch, genau, und diskutiert eben mit fiktiven Kindern. Okay. Die Ratte Klops führt durch das Literaturlexikon. Ja. Ratte Weisheit, kennt man. Insofern passt das. Ratte war natürlich eher die Leseratte. Eigentlich war es am Anfang irgendwas anderes. Und es sah dann einfach nicht gut aus. Es war irgendwelches Gliedertier, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und das konnte nicht gut mit den Händen arbeiten und deshalb haben wir dann die Ratte genommen. Die ging irgendwie besser. So, und dann haben wir noch Pudding Wackel. Genau. Der mit ist dem Mitmacher-Magazin. Genau. Das heißt, Pudding animiert, Sachen auszuprobieren. Der Pudding, da kann man eben Texte selber rein, also selber Geschichten schreiben oder Buchtipps. Man kann Bilder malen oder zwei Kinder haben mal ein Spiel sogar programmiert mit ihrem Vater und dann geschickt. Also da kann man sogar so eine Anziehpuppe anziehen. Also im Grunde kann man machen, was man will, solange man es per E-Mail schicken kann. Okay. Also. Aber tatsächlich gibt es ja auch noch einen Werkstattbereich, habe ich gesehen. Und da gibt es den Trixomat. Genau, der ist von Hannis Auland, die eben, also es ist die Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung und die ist auch in Seitenstark und das ist eine riesengroße, super Seite, finde ich. Und in Seitenstark ist ein Kriterium auch, dass man sich Dinge austauscht und miteinander arbeitet und kooperiert. Und da haben wir dann sozusagen als Kooperation diesen Trixomat bei uns einbauen können. Okay. Und da kann man, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man da tatsächlich selber Animationen basteln. Genau, da kann man auch Filme machen. Ja. Trixomat eben. Genau. Das ist sehr schön, ja. Ja. Gibt es auch von Trikino, ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt. Trikino ist auf jeden Fall auch eine Seite, wo man, die eigens dafür da ist, weil der Trixomat bei Hannis Auland ist ja nur eine Untergruppe. Also Hannis Auland ist ein Riesenuniversum
Und der Trikino ist aber eine Seite, wo man nur Filme machen kann. Okay. Ich weiß aber allerdings nicht, ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt, ob es die noch gibt, die Seite. Hm. Aber das ist sehr schön, also können wir mal gucken. Hm. Okay. Und dann gibt es noch Hörgeschichten. Darüber haben Sie vorhin auch schon kurz gesprochen. Ja. Das heißt, man kann in der Galaxie des Glücks kann man verschiedene Geschichten vermutlich anklicken und dann wird es. Also im Archiv kann man sehr viele Hörgeschichten hören von den ganzen. Man kann einfach im Archiv, da kann man dann in der Rubrik Hörgeschichte kann man, was weiß ich. Wer liest die? Verschieden. Also es sind verschiedene Hörgeschichten auch. Das Internet ist ja eigentlich, das merkt man heute nicht mehr, aber das Internet ist eigentlich ja ein Open Source Medium. Und dadurch, hat man natürlich viele Möglichkeiten gehabt, was einzubinden. In der aktuellen Ausgabe ist es auch so, dass ein paar Sachen selber eingesprochen wurden, ein paar Sachen aber auch von solchen CC0, also so freien Lizenzenseiten kommen. Und es steht dann auch dran, das haben wir da gefunden, könnt ihr da auch mal hingucken. Also so. Aber das heißt, wenn man zum Beispiel meint, ich kann super vorlesen, ich suche mir jetzt Geschichten raus, die es bei euch in Textform gibt und lese die einfach mal vor, schicke euch die MP3, dann könntet ihr, wenn ihr sagt, ja, das finden wir super, packt ihr die man könnte die in dem Wackelputtermagazin, das offen ist, veröffentlichen. Aber es ist ja so, dass wir jetzt, solange wir keine neue Ausgabe machen, müsst ihr ja thematisch, wir bestücken das ja nicht neu. Also wir müssen ja dann da nochmal richtig reingehen. Das ist ja jetzt fertig. Das wie ein Magazin kann man ja auch nicht in ein altes Magazin sich noch reinschreiben. Das Wackelpudding-Magazin ist eben offen. Das ist ein Content-Management-System, was man immer neu besticken kann. Da kann man natürlich schon immer rein. Aber man kann jetzt nicht in die fertige Ausgabe, da machen wir jetzt nicht die Arbeit, das nochmal dann irgendwie zu öffnen. Nee, verstehe ich ja klar. Man könnte bei der neuen Ausgabe mitmachen. Das kann man auf jeden Fall. Wenn viele Beiträge zusammenkommen, dann kann man natürlich sagen, gut, jetzt lohnt es wieder ein neues. Okay, das ist jetzt, ich verstehe das jetzt hier gleich mal als Aufruf. Genau. Wer auch immer meint, er könnte zum Beispiel irgendwas zu Fremde in der Nähe oder Fremde bei uns oder wir in der Fremde. Stimmt. Ne? Sowas, wer dazu das ist eine gute Idee, ja. Beitragen kann. Oder meint, er möchte gerne mal eine entsprechende Geschichte, die es vielleicht schon gibt, mal vorlesen. Da müssen dann die Rechte aber geklärt sein. Ja, na klar. Ja. Wobei das Vorlesen ist ja, das ist ja eine Verarbeitung des Werkes, was es möglicherweise schon gibt. Insofern, aber na klar, müsste man das alles klären. Wer also meint, da kann er was zu beitragen, darf sich gerne entweder über uns an Rossi Potti oder direkt an Sie wenden. Sehr gerne. Okay, super. dafür hat es sich doch bestimmt schon gelohnt. Ja, so. Genau, ein Auftrag. Genau. Einen Chat gibt es auch noch. Der Chat ist mittlerweile eingestellt. Der ist mittlerweile eingestellt, das gibt es noch nicht. Ich habe vorhin aber noch gesehen, das da nicht gestellt? Es gibt noch Öffnungszeiten für den Chat. Da war mich total gewundert. Ja, das liegt daran, dass es eben nicht mehr aktuell ist, okay. Dann da nicht mehr den Blick drauf hat. Aber danke, ich wollte nicht sagen, Chat ist nämlich problematisch, weil deswegen gab es Der Öffnungszeiten, weil natürlich das der war vormoderiert auch. Es war eine Kooperation mit der Uni Leipzig und da haben die Studenten haben das sozusagen gleich praxisorientiert gearbeitet, aber die sind jetzt auch nicht mehr gefördert. Zurzeit sterben ganz viele Kinderseiten ab und es wird immer kleiner und kleiner. Und der Chat ist jetzt tatsächlich auch nicht mehr gefördert und den gibt es nicht mehr. Aber vielleicht entsteht irgendwie ein neuer Chat, das weiß man noch nicht. Ja, aber ich wollte. Aber der war moderiert tatsächlich. Passt das dazu, weil ich war nämlich verwundert. Ich habe gesehen, es gibt Öffnungszeiten für den Chat, in Anführungsstrichen, weil mir natürlich klar war, irgendwie muss es moderiert werden. Und ich dachte mir, okay, wer hat diese Zeit, so einen Chat zu moderieren? Das ist, glaube ich, extrem aufwendig. Aber was mit der Uni Leipzig passiert ist. Da waren Studenten, die hatten ihren eigenen Raum und haben dann diese Stunden übernommen. Es war für die eigentlich auch ganz interessant. Wie gesagt, es war eben gleich so Praxis. Es waren Medienpädagogen. Ich war gerade in der Uni Leipzig. Die wurden dann auch geschult und haben das dann gemacht, betreut. Wahnsinn. Wie lange lief das Projekt? Oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht 10 Jahre oder so? Okay. Also es lief lange, aber ich habe das jetzt
Echt? Also 10 Jahre lief es mindestens. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Das heißt, es waren auch mehrere Generationen von Studenten. Ja, ja, klar. Mhm. Mhm. Toll. Das ist grundsätzlich spannend. Schade, dass es im Moment so ein bisschen hängt. Hängt tatsächlich, aber vielleicht kommen jetzt ja so ein paar Anregungen, Ideen und so weiter rein. Ich fände es toll, weil ich das extrem wichtig finde, dass das wieder so ein bisschen einen Aufschwung kriegt. Also grundsätzlich Literatur für Kinder, dass das so ein bisschen wieder einfach mehr Wichtigkeit bekommt, weil man da ja so viel lernen kann bei. Mhm. Und insofern, ja, freut mich, dass Sie es wichtig finden. Ja, na klar. Also wie gesagt, ich finde das selber bei mir so tatsächlich ja durchaus schade. Meistens merke ich es ja nicht, dass ich nicht lese, weil ich habe gar keine Zeit dafür, aber so manchmal denke ich so, Mann, ich würde gerne mal wieder ein Buch lesen. Mhm. Egal ob digital oder analog, ja, egal ob mit Blättern oder nicht. Aber irgendwie dieses Zeit finden, um mal zu lesen, ist ja enorm wichtig, weil das muss man halt tatsächlich in Kinderjahren irgendwie anfangen, da so das Interesse zu wecken. Mhm. Und dafür finde ich euer Projekt hervorragend, grundsätzlich super geeignet. Insofern hoffe ich, dass es bald eine neue Ausgabe gibt. Ja, wahrscheinlich wirklich dann in leichter Sprache. Schauen wir mal. Aber auch für das die Einsteiger. Aber auch das könnte ja wichtig sein, wenn es um Fremde geht, weil... Ja, das stimmt, da macht es Sinn auf jeden Fall. Genau. Mhm. Damit dann vielleicht auch die Eltern, die vielleicht nicht deutsch muttersprachlich oder auf dem Niveau sind und so weiter, damit die das auch mitkriegen. Ach, das fällt mir jetzt gerade ein. Mit ihren Kindern drüber reden können. Ja, stimmt. Jetzt fällt es mir gerade ein. Wir haben nämlich zwischendurch auch in diesen 4 Jahren nicht nur die App gemacht, wir haben jetzt eine Bilderbuch-App gemacht. Richtig, für die App. Wir wollten ja noch über eine App reden. Ja, also eine Bilderbuch-App gemacht für wirklich Vorschulkinder und Kinder. Die kann man sich vorlesen lassen, die kann man selber vorlesen oder eben stummschalten geht auch. Mhm. Und das ist einfach nur so ein Spaziergang durch eine Wiese, wer einem da begegnet. Und es ist dann schön. Mit so kleinen Reimen und Rätseln. Mhm. Also wen gibt es da? Und dann muss man das suchen auf der Seite, was es da alles gibt. Und dann kann man weiter. Genau, aber wir hatten auch dieses Projekt mit einer Willkommensklasse vor 3 Jahren und haben mit denen dann auch eine Seite gemacht. Die ist jetzt aber auch vom Netz, weil die Jugendlichen zum Teil dann schon wieder ausgewiesen wurden und dann natürlich dann auch nicht mehr sich, aber das war auch ein sehr schönes Projekt mit Schülern von der Willkommensklasse. Mhm. Und da musste man natürlich ganz anders arbeiten, drum ist mir jetzt gerade eingefallen. Mhm. Denen war ja die Sprachschwierigkeit enorm. Ja. Wobei man da dann auch am meisten erreichen kann, ne? Ja, genau. Hm. Ja, okay, das ist das, was man bei solchen Projekten leider immer hat. Man muss irgendwie gucken, wo das Geld herkommt, damit man sein Projekt, wo dran natürlich auch Herzblut hängt, damit man das fortführen kann, ne? Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es gibt bald eine neue Ausgabe. Aufruf nochmal. Ja. An dieser Stelle. Das ist der Anstoß heute mitgegeben. Genau. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Ich fand es sehr spannend. Ja. Dankeschön. Tschüss.